Oh Scheiße, das Video kenne ich. Ich weiß, um was es geht. Es geht um eine absolut ekelhafte und perfide Content-Creatorin aus Korea, glaube ich, oder China, ich weiß es nicht, tatsächlich hingeht und Tiere als Mukbang bei lebendem Leib verspeist. Was ich komplett krank finde, dass sowas wieder mal auf YouTube erlaubt ist, aber wir wundern uns in letzter Zeit über nichts mehr. Da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, was er dazu sagt. Ich denke mal, um diese Art Dame geht es hier an der Stelle. Na, danke für die 200.000 Abonnenten. Abo-Special kommt dann irgendwann. Ehrenbruder. Demnächst. Hoffe ich. Die 200k habe ich dann doch schneller erreicht, als ich eigentlich dachte, durch das Video über diesen Typen, der nicht ganz so nett zu Tieren war. Wo wir gerade bei dem Thema sind. So Young. Sie ist eine japanisch-chinesisch-Korea. Ich habe keine Ahnung, das ist eh alles dasselbe. Das ist rassistisch! Diese gute... Das ist nicht alles dasselbe, das sollte man so nicht sagen. Diese Frau macht ASMR-Videos. Achso, ASMR macht. YouTuber macht... Ganz, ganz, ganz gruselig, Digga. Krieg ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ich mache. Alles klar. Dieser Trend ist mir halt sowieso ein großes Mysterium. Ja, same. Mir explodiert schon der Schädel, wenn jemand einen Kilometer von mir entfernt den Mund nicht richtig beim Kauen zubekommt. Ist so. Das Ding ist auch so, ich verstehe halt nicht so. Klar, sowas hier so. So, wenn jemand ein Mikrofon geklopft und sowas als King empfindet, ja, macht halt. Aber gerade so Geschmatze und sowas. Check ich nicht. Aber wem es gefällt, der ist dann halt einfach ein gestörter Wick, der hat dann halt einfach einen komischen Geschmack. So aber ist es. Ist ja auch eigentlich egal. Nicht komischen Geschmack, der hat einfach einen anderen Geschmack. So Young macht nämlich nicht die herkömmlichen ASMR-Mukbangs. Sie ist Tiere. Mukbangs, oder? Mukbang. Lebendig. Heißt doch, und oder? Das an sich ist ja schon mal abartig genug, ja, aber richtig. Noch nicht mal der Hauptpunkt meines richtig. Videos. Lebendige Tiere, what the fuck? Das Problem sitzt im Prinzip viel tiefer. Das, was sie da macht, ist nämlich nicht illegal in ihrem Land. Oh, mal Spaß okay. beiseite. Die Frau kommt aus Südkorea und da gehört das zu ganz normalen Essenskultur. Genau, habe ich ja schon gesagt, dass es halt in vielen asiatischen Ländern gang und gäbe ist, Tiere bei lebendigem Leib zu verspeisen, gerade Meerestiere und sowas, also halt so Fische und sowas und Aale, ganz schlimm, ist da tatsächlich normal. Ich meine, hier werden auch Hummer bei lebendigem Leibe gekocht, so, auch super beschissen, aber halt ein Tier lebendig zu verspeisen ist schon, ich verstehe halt nicht warum. So, das soll angeblich... Wieder traditionell gesehen ist das natürlich wieder so eine Sache, das soll Energie spenden und gut für den Körper sein und potenzsteigernd sein und so weiter und so fort. Sehe ich nicht. Es gibt sogar Restaurants, in denen du genau das machen kannst, was sie in ihren Videos macht. Für die, die das noch nicht gesehen haben, es kommen halt hinterher ein paar Einspieler, aber natürlich wieder mit Vorwarnung. Ich bin mir sicher, einige werden das jetzt falsch verstanden haben. Ich relativiere oder verharmlose das damit überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Nur weil das da Sitte ist, sollte man nicht sagen, ja, ist dann halt so. Vielmehr sollte man diesen gesamten kulturellen Aspekt kritisieren. Ja, so also macht das kritisieren, hinterfragen zumindest. Wisst ihr, Kultur ist immer eine sehr, sehr subjektive Sache und die bildet sich halt in manchen Teilen der Welt einfach nur mal aus verschiedensten Gegebenheiten. Schauen wir uns zum Beispiel an die Nassmärkte, die Wet Markets in China, ja, wo es halt gang und gäbe ist, dass Pandoline und Fledermäuse übereinander hängen und dann halt leider Gottes einen Coronavirus erschaffen. Das liegt daran, dass halt einfach eine Hungersnot gewesen ist und es damals nichts anderes zu essen gab als Wildtiere. Klar kann man das verurteilen, man muss sich aber auch ein bisschen mit der Historie auseinandersetzen und halt überlegen, wie ist es überhaupt erst so weit gekommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es jetzt hier aussieht. Ich verstehe auch den Cause dahinter nicht. Das wird aber alles einen kulturellen Hintergrund haben. Und Kulturen, für ihre eigenen Kulturen zu kritisieren, sehe ich immer sehr schwierig an, weil das hat irgendwo ja eine Herkunft. Klar kann ich sagen, bestimmte Dinge gefallen mir nicht, aber man muss auch immer, wie gesagt, da auf den Ursprung gucken. Das finde ich ganz wichtig. Aber klar, natürlich im Großen und Ganzen, ganz blank gesehen, komplette Scheiße. Warum sollte man Tiere bei lebendigem Leib essen? Bullshit, auf jeden Fall. Ganz aber nicht so, wie es normalerweise in Korea gemacht wird. Herkömmlicherweise wird das Leid der Tiere nämlich schnell beendet. Okay. Der Hauptaspekt ist die Nahrungsaufnahme. Okay. Bei ihr sieht es allerdings so aus, dass sie den Fokus eher auf das Leid der Tiere legt, was an Widerlichkeit kaum zu überbieten wie ist. Wie uncool, wie Beispiel. Ekelhaft, wie Soyan widerlich. Hat sich einen Hai gekauft, den sie zubereiten möchte. Dieser wird logischerweise nicht lebendig gegessen, also sollte man ja eigentlich nichts Schlimmes zu sehen bekommen. Richtig. Außer man hat im Grundsatz ein Problem damit, dass Tiere gegessen werden. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ich habe auch keine Lust auf einen Deep Dive in das Spezizismus-Thema. Das Ding ist aber, dass sie uns den Hai vorher zeigt, während er noch lebendig ist. Okay. Das Video, von dem ich rede, heißt ASMR Edible ist zusammengekommen. Soundshark. Das ist frittiert. Eating Sund Real Sound Mukbang.
Grüße gehen raus an die deutsche YouTube-Übersetzung. Sie zeigt uns den Hai aber nicht nur, sie spielt mit ihm herum und lässt ihn grundlos leiden. Oh. Achtung, ein Spieler. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll die Scheiße, Alter? Was soll die Scheiße, Digga? Ja, sauwitzig, ein Tier am Boden liegen zu haben, was nach Luft kämpft, Alter, um sein Leben, Digga, um sein Leben ringt. Boah. Dieses abnorm abartige Affentheater zieht sich ungefähr durch die ersten 2 Minuten ihres Videos. Sie lässt diesen Hai halt mehrere Minuten verzweifelt um sein Leben kämpfen, ja, während sie rumquiekt wie ein geistgestörter Primat. Wenig später hält sie diesen Hai dann in die Kamera, während er verzweifelt versucht zu atmen. Das Leid des Tieres ist halt genau zu erkennen. Und durch logische Schlussfolgerungen ergibt sich für mich der Punkt, dass das genau der versteckte Sinn dieses Videos ist. So, was hast du davon? Du willst dieses Tier essen. Das mag eine Delikatesse sein. Ich bin da sowieso auf einem etwas anderen Film. So, ich bin Vegetarier, ich esse sowas gar nicht halt, ne? Aber ich kann verstehen, ich habe auch Fisch gegessen. Ich verstehe, warum man das macht, weil es lecker ist und so weiter und so fort. Aber ich gehe doch nicht hin. Ich gehe doch nicht hin und lasse das Tier bewusst leiden, Alter. Boah, Digga, ich hasse Tierquälerei so sehr, Mann. Welchen progressiven Vorteil hat es das zum... Gar keinen. Ist einfach nur Bullshit. Ist einfach nur Scheiße. ...machen. Inwiefern bringt gar das nichts. Video weiter, nichts, wenn der nichts, Hauptsinn nichts. Doch eigentlich ASMR sein soll? Ja, richtig. Gar nicht. Aus. Es ist Unterhaltung. Was Lustiges, ein Tier zu quälen, oder was? Außer Leute stehen auf sowas und schalten nur deswegen ein. Und ja, das tun sie. Ja, denen gibt es. Gefällt es anscheinend. Ja, gibt es. Schaut euch mal die Bewertung ihres Videos an. Alleine dieses Video hat 214.000 Likes und gerade mal 34.000 Dislikes. Wieso gibt es Leute, die sowas abfeiern? Die größtenteils auch nur durch den aktuellen Shitstorm zustande kommen. Ein älteres Video von ihr, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen, hat eine 95% positive das Bewertung. Das ist insane. Mittlerweile fängt... Klar, sie wird in ihrem Land da wahrscheinlich dafür abgefeiert. Wahrscheinlich ist das sogar ein Stück weit normal, dass das... Wohl des Tieres nicht an erster Stelle steht, weil es halt da um einen kulinarisch-kulturellen Aspekt geht, der uns hier wahrscheinlich einfach verschlossen bleiben wird, weil wir nicht verstehen. Aber im Rest der Welt ist das ja einfach zu verurteilen und Bullshit. Fängt sie allerdings an, diese Szenen, in denen sie es mit der Tierquälerei übertrieben hat, rauszuschneiden. Ebenfalls bei dem Hai-Video. Erkennt man leicht daran, dass mal ein Video von ihr unter 10 Minuten ist. Mhm. Das ist sonst echt selten. Von den Ausschnitten gibt es aber halt Re-Uploads, die könnt ihr euch angucken. Das heißt, sie hat das trotzdem gemacht und aber halt rausgeschnitten, weil sie ja gerade Shit dafür bekommt, Digga. Gucken, wenn ihr euch selber überzeugen wollt. Kann ich jetzt nur im Umkehrschluss hoffen, dass sie jetzt versteht, dass es nicht in Ordnung ist und es komplett bleiben lässt, maybe. Es ist ja nicht so, als hätte sie die Ausschnitte rausgenommen, weil sie selber gemerkt hat, dass es völlig unmoralisch ist. Nee, ich denke eher nur wegen dem aktuellen Shitstorm. Ja klar, safe. Deswegen sind die Szenen auch nur aus den aktuellsten Videos rausgeflogen. Hätte es diesen Shitstorm also schon von Anfang an gegeben, kann man davon ausgehen, dass sie das erst gar nicht so weitergemacht hätte. Nun, so war es nun mal leider nicht. Die Videos werden halt allesamt überdurchschnittlich viel geklickt. So haben Videos, in denen Tiere gequält werden, fast immer mehrere Millionen Aufrufe. Krass, und Digga, wer frisst denn einen lebendigen Tintenfisch? Videos, in denen sowas nicht passiert, teilweise nicht mal ein Zehntel davon. Sie hat das ja nicht nur ein- oder zweimal gemacht, eher so 30, 40 Mal. Oh. Da kristallisiert sich halt schnell raus, was man machen muss, um den Erfolg beizubehalten. Dieses Abzielen auf die Perversion der Zuschauer, die nur wegen dem Leid der Tiere einschalten, ist halt genauso offensichtlich. Mhm. Ich zeige euch dafür das Video. Heiße Spionage, lebende Krawatte, Essensbound, Real Sound. Ja, YouTube-Übersetzung sollte Rapper werden. In dem Video schmeißt sie die Oktopusse lebendig auf einen Grill. Oh. Es reicht nicht, dass man deutlich erkennt, wie diese Tiere leiden. Sie zoomt, während sie isst, separat auf den Todeskampf der Kopffüßler und... Was soll denn das? Digga, was ist denn das für ein Scheiß, Digga? Warum? Warum? Bestreicht diese währenddessen mit scharfer Soße. Achtung, Einspieler. Boah, Junge, Alter. Ey. Es ist halt einfach ekelhaft. Ey. Übrigens, auch ekelhaft. Ey, selbst wenn das Teil der Kultur ist, muss das sein, dass man das so zur Schau stellt einfach? Ekelhaft ist ihr Umgang mit... Nee, ich mach das nicht weg, Alter. Ich zieh mir das jetzt rein und ihr sollt euch das auch reinziehen, weil es wichtig ist, dass man sich mit sowas auseinandersetzt. Kritik. Diese mag sie nämlich gar nicht. Mm-mm. Wenn man mal in die Beschreibung schaut. Sie sagt selber, dass Kommentare gelöscht werden, die zwischen Abonnenten und Zuschauern umstritten sein könnten. Was mit umstritten und willkürlich gemeint sein könnte, sollte eigentlich jedem klar sein. Lol, was? Es ist übrigens nicht so, als wüsste YouTube nicht, was auf dem Kanal passiert.
Mehrere ihrer meistgeklickten Videos haben eine Altersbeschränkung bekommen. Ja, gut. Was meist manuell von YouTube gemacht wird, immer, wenn etwas nicht ganz konform mit den Richtlinien geht, aber noch kein direkter Grund für einen Strike ist. Ja, aber ist Tierquälerei, also sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche, ist Tierquälerei nicht ein Grund, um so einen Kanal mal zu takedown? Also ich meine, es ist ein Unterschied dazwischen. Das ist einfach ein großer Unterschied, wenn ich mir einen Angler anschaue und der angelt einen Fisch aus einem Gewässer, zieht dem eins mit dem Fischtöter über, nimmt den aus, bereitet den geil zu und macht daraus einfach ein Tutorial, wie man sowas halt macht, ne, so, wie man halt kocht und sowas. Aber das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Das ist doch einfach nur Tierquälerei. Digga. Ich meine, es ist ja keine Kritik an einem Missstand. Also ist ja alles im grünen Bereich, ne? Schauen wir uns die Richtlinien zu gewalttätigen oder expliziten Inhalten an. Dort finden wir folgenden Abschnitt. Die folgenden Inhalte dürfen auf YouTube nicht veröffentlicht werden. Inhalte, in denen Tiere absichtlich unnötiges Leid oder Gewalt zugefügt werden. Ja, das ist doch genau das. Aber ist es zu erfolgreich, dass man es wegbannt oder warum? Man isst dort Tiere. Wie gesagt, das ist dort gang und gäbe. Aber ist es nötig, den Todeskampf eines Hais zu zeigen, der nichts mit dem eigentlichen Essen zu tun hat? Ist es nötig, extra auf die Tintenfische zu zoomen, nachdem man sie halbiert und mit Sojasauce übergossen hat? Muss man die Guidelines von YouTube nicht auch auf einem internationalen Standard irgendwie setzen? Also zu sagen, international wird es halt nun mal einfach geächtet, wenn du Tiere, die noch leben, verspeist. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Sollte man nicht vielleicht sogar das so scharfkantig sein und sogar das wegnehmen? Oder bin ich da gerade auf dem falschen Dampfer? Während sie noch am Leben sind? Und muss man dann darüber lachen, dass sie sich in ihren Schmerzen binden? Ich werde euch das Ganze aber einfach mal nicht zeigen, denn bei meinem Glück wisst ihr ja, wer weggestrikt wird. Ich verlinke euch trotzdem einen Zusammenschnitt davon in der Beschreibung, wenn ihr euch davon selber überzeugen wollt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde sie die Tiere erst gar nicht als Lebewesen betrachten. Ja, glaube ich auch nicht. Für sie ist das Ganze wahrscheinlich eher so ein Spiel. Da fehlt dann einfach die vollkommene Distanz dazu, was ich hier gerade verspeise. Das ist, guck mal, bei uns ist es so, dass man kritisiert wird, wenn man eventuell zum Mc's oder sowas geht, ja, weil man da einen Cheeseburger isst, weil das ja auch ein Tier ist, was für einen gestorben ist. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Ausmaß, das ist nicht zu vergleichen. So behandelt sie in einem Video lebendige Fische wie Puppen und spielt mit ihnen rum. Ja, lustig. Als würden sie mit ihr sprechen. Ja, lustig. Ich will, bevor wir das Video beenden, nochmal auf ein Thema eingehen. In einem anderen Video hat sie wieder einmal einen Langarm-Oktopus gegessen. Die Gefahr. Mukbang ASMR. Lebendig. Gefährlich ist das Ganze übrigens wirklich. Bei den Oktopussen läuft das mit den Nerven nämlich ein wenig anders ab als bei Menschen. Mhm. Wir haben ein zentrales Nervensystem, Gehirn, Rückenmark. Die Neuronen übernehmen die Nachrichtenübermittlung. Pass auf. Packst du auf eine heiße Herdplatte, schlagen die Nervenzellen in deiner Hand. Alarm! Alarm! Das wird weitergeleitet ans Gehirn. Und richtig, dieses ist ein Schmerz. Dir, mach das nicht. Aua. Dieser Schmerz ist quasi eine Botschaft von unserem Denkapparat, die uns auf eine Gefahrenquelle hinweisen soll. Mhm. Daraufhin ziehen wir die Hand instinktiv weg, ohne vorher drüber nachdenken zu müssen. Richtig. Langarm-Oktopusse haben ein hochkomplexes Nervensystem. Bei den Tieren befinden sich 2/3 der Neuronen in den Armen. Es sind übrigens Arme, keine Tentakel. Der Unterschied dazwischen ist, dass Tentakel nur an der Spitze Saugnäpfe haben und Arme hingegen an der gesamten Länge. Okay. Diese Arme haben, wie gesagt, viele Neuronen. Allerdings reagieren die bei Oktopussen auch ohne Kontakt zum Gehirn. Heißt, du beißt einen Arm ab und der zeigt trotzdem danach auch noch weiter Reflexe und windet sich hin und her. Das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Okay. Wenn du so ein Tier lebendig isst, leiden die nicht nur, sondern es kann passieren, dass der Tentakel in deinem Bauch einfach, dass sich so ein Arm dann im Hals hin und her bewegt und sich die Saugnäpfe bei dir im Rachen, in der Luftröhre oder sonst wo festpappen. Ja, okay, real talk an der Stelle. Selber fucking schuld, wenn es passiert. Selber fucking schuld. Mach sowas doch einfach nicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass daran jemand erstickt. Trotzdem ist es halt Kult in Korea und wird dort San Nakji genannt. Dadurch verstehe ich den Punkt halt irgendwie noch weniger. Du setzt ein Tier Qualen aus und bringst dich selber damit in Lebensgefahr. Was hat man davon? Ist es das wirklich wert für ein paar YouTube-Klicks oder um mal ein besonderes Esserlebnis zu haben? Mal nebenbei angemerkt, das sind soziale und verdammt schlaue Tiere. Die haben sogar einen Lieblingsarm, den sie am meisten verwenden. Es gibt jetzt noch so viele Sachen, über die ich reden kann, wie sie Tiere lebendig auseinanderreißen. Es gibt einfach zu viel. Aber ich denke trotzdem, die Nachricht ist angekommen und wir sind jetzt durch mit ihr. Kurze Anmerkung noch, Buddinger.mp4, der ebenfalls ein Video über sie gemacht hat, startet jetzt ein ironisches Meinungsblogger-Turnier. Falls ihr Bock darauf habt... Okay, ehrenhaftes Video, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nicht schlecht, also wirklich, kann ich nicht anders sagen. Gutes Video mal wieder.
unbedingt da auf jeden Fall Support da lassen. Geht mir gut rein, obwohl das Thema echt schmerzhaft ist, ne? Ja.